Ich bin beim Zivildienst seit 4 Monaten jetzt und meine Beweggründe waren im Endeffekt als Bundesheerersatz und weil es eine gute Erfahrung ist. Ich bin seit 4 Monaten beim Zivildienst und meine Motivation zum Zivildienst zu gehen war, dass ich eben etwas Sinnvolles leisten wollte und auch einen abwechslungsreichen Job für die nächsten 9 Monate zu haben. Und da war eben das Rote Kreuz genau die richtige Organisation für mich. Ich bin jetzt seit kurzem beim Roten Kreuz und meine Motivation war eben, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und auch denen zu helfen, die uns brauchen. Beim Roten Kreuz gibt es nicht so einen typischen Arbeitstag, weil er ist immer unterschiedlich. Es kommen immer unterschiedliche Einsätze rein, man weiß nie, welche Patienten man führt, wie viel man machen muss, ob Krankentransport oder Rettungstransport. Also ich denke, beim Roten Kreuz von einem typischen Arbeitsalltag zu sprechen, ist etwas übertrieben, da jeder Tag etwas anders ist. Man kann keinen Tag mit dem anderen vergleichen und ich finde, gerade das macht es eben auch sehr interessant und spannend, da eben so auch keine Langeweile aufkommen kann. Dienst beginnt meistens 6 Uhr oder 14 Uhr, je nachdem, ob man Vormittags- oder Nachmittagsdienst hat. Zuerst einmal Auto checken, schauen, was man reinbekommt. Je nachdem, wird es ein ruhiger oder stressiger Dienst, wir sind die ruhigen natürlich lieber. Also das einprägendste Erlebnis war eine Reanimation, wo wir den Patienten wiederbelebt haben und im Nachhinein hat er sich bei mir bedankt. Mein spannendstes Erlebnis war sicher einer meiner ersten Fahrten, wo ich hinten gesessen bin und der Fahrer dann das Blaulicht dazu eingeschalten hat. Also der spannendste Moment war für mich sicher, als ich gemeinsam mit dem Rettungshubschrauber einen Patienten versorgt habe und diesen nach einiger Zeit auch erfolgreich in den Hubschrauber einladen konnte und ihn wohlauf ins Krankenhaus bringen konnte. Durch meine bisherigen Erfahrungen bin ich überzeugt davon, später freiwillig bleiben zu können, da es wirklich viel Spaß macht und auch immer sehr abwechslungsreich ist. Ja, kann ich mir und ich werde das auch sicher weiterhin machen. Ja, kurzes, knackiges Ja. Mach auch du Zivildienst!